Hey Freunde, herzlich willkommen bei RC-Cars & Co. Heute First Run Traxxas XRT. Der Kasper hat sich ein XRT gekauft, er hat ja schon einen X-Max, haben wir ein, zwei Videos mal zu gemacht. Und das ist jetzt der XRT, ein Stück breiter, ein Stück länger, ein Stück tiefer. An sich ist noch alles Stock-Elektronik, ansonsten auch kein Tuning drin. Wir zeigen euch einfach mal kurz das Chassis, also 8S-Fahrzeug, zwei 4S-Akkus sind hier drin. Großer Motor, großer Regler. Hier ist die Empfängerbox, da unten hockt irgendwo das Servo, ganz tief. Ansonsten, ja, was soll man noch groß dazu sagen? Also, ist halt ein riesiges Auto. Ja. Und schwer. Großes Chassis, schwer ist er auf jeden Fall. Die Wheelbar ist auch ziemlich groß, aber ja gut, wie gut die jetzt wirklich ist. Was auch von Traxxas ungewöhnlich ist, die haben hier schon rote Tuning-Teile drin, also das sind die Mitnehmer halt fürs Rad, die aus Alu sind. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen den First One. Genau zur Karo kann man auch kurz was sagen, das ist clipless, also drehen wir kurz rum mit diesen Dingern da, die rasten dann da ein. Wir haben da so zwei Lufteinlässe drin, ob die jetzt nötig sind, weiß man nicht, aber warum nicht. Da vorne ist sie da drüber. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren mal los und gucken, wie der Kasper geht. Riesiges Auto, wir sind in einem relativ großen Dirtpark zum Glück. Wie die Abkürzung ja schon sagt, ein Extreme Race Truck, also eher zum Racen und nicht zum Springen, aber er kann trotzdem gut springen, Backflips sind sehr schwierig, aber das ist auch nicht Ziel von dem Fahrzeug. Ja, wenn man blähende Reifen drauf macht, dann geht es besser. Aber riesiges Auto. Der ganze Baum mitgenommen. Ja, stimmt, da hinten waren wir auch noch nicht mit dem Auto. Ui, ja, da gehen wir gleich auch noch hin. Ja, der fährt, also laut Traxxas App, 86 bis 90. In Wirklichkeit dann vielleicht 70, aber es kommt einem langsam vor, weil das Auto ist halt riesig. Boah! Also wenn du den abkriegst, dann liegst du schon flach. Das ist heftig. So, wir machen kurz Offroad Speed Test. Ein GPS-Messgerät ist drin und ja, man kann es schwer ausfahren. Zu wenig Platz. Upp, da ist er weg. Wir haben das GPS-Messgerät ist jetzt drin mit Höhenmessung. Also, das ist Flugzeugeinstellung, oder? Ja. Scheiß drauf. Ui. Deshalb gucken wir mal, wie hoch der springt. Keine Ahnung, wie gut es wirklich geht. Wie gut das Messgerät das messen kann, aber vielleicht. Nein! XRT auf große Rampe, auf Steilkurve. Alter, der nimmt die Rampe mit. Ist später keine Rampe mehr da. Alter! Oha! Da musst du wirklich dich in Acht nehmen. Also, wenn das Auto auf deinem Kopf landet, dann liegst du flach. Ich muss mal ganz hinten anlaufen nehmen. Geht lieber vor die Rampe. Hier? Ja. Ja, hier so, weil hier. Hier kann eigentlich nichts passieren. Boah, der schafft vielleicht schon einen Backflip. Also, das war schon Vollgas, gell? Okay. Boah, Alter! Oh, aber ja. Naja, okay. Aber wenn du mit mehr Anlauf drauf fährst, je nachdem, musst du selber entscheiden. Ach, Scheiße. Da geht schon was. Landung kann man gar nicht aufnehmen, da ist der Busch. Okay. So, jetzt geht's weiter hier. Können wir wieder hier auf drei Etagen stehen. Alter. Ja gut, mit dem, wenn du da mit Vollgas drauf fährst, da landest du da drüben.
Das geht. Aber Gefahr auf... Wie meint ihr? Aufbruch, dass du hier abspringst und da hinten landest, vor der Pütze oder in der Pütze. Dass ja, du das in der Mitte auslässt. Das könnte schon gehen mit dem. Von ganz oben es kann auch, dass du da abspringst und da landest. Geht das vielleicht auch. Alter, die Kamera soll mal fokussieren. Jetzt. Ja, ich hatte halt gerade die Hand davor. Das war das Problem. Oh, oh. Nicht auf die Kante von der nächsten Rampe. Sehr ganz Spaß da wegmachen. Aua! Der Boden wackelt. Ja. Habe ich auch hier gemerkt. Das ist halt zu hart. Ja. Sind, glaube ich, knappe 10 Kilo. Jetzt Vollgas. Boah. Vollgas zurück. Geiler ist irgendwie so, dass ich selbst in Luft so... Ausbalancen. Okay. Wenn er dann landet. Ja, die Landungen sind alle ziemlich gut eigentlich. Krass! Alter! So flexibel! Ja! Krass! War ja Landung auf einem Rad. Ja, nein. Ja, fast. Nein! Nein! Shit! Ah, kommt drum, kommt mal dran. So, dann noch mal ein bisschen XRT hier. Den Sprung kann man gut nehmen. Den Hügel hier kann man auch nehmen. Ja, man muss mit dem noch mal auf irgendeine Rennstrecke vielleicht. Oder man bräuchte diese größere Location, da wo wir den First Run von diesen Tunefighter-Bausätzen gemacht haben. Da wäre der gut angebracht. Weil hier ist halt irgendwie doch zu eng. Das Auto ist riesig, der Dirtpark ist eigentlich schon ziemlich groß, aber der Platz reicht halt trotzdem nicht. Und wenn man ständig ins Gebüsch fährt, weil halt einfach nicht mehr Platz da ist, dann ist es schwierig. Ja, also Luftsteuerung ist mit den Reifen nichts. Ja, man bräuchte auf jeden Fall noch Reifen, die besser blähen, wenn man im Dirtpark fahren will. Ich meine, ja, für die Straße sind die für die Straße sind sie gut. Und für die Strecke, für irgendwelche Strecken auch. Das liegt da schon wieder. So, dann noch kurz Outro hier von dem dicken Karren. Ja, macht sich eigentlich ganz gut, es ist nichts kaputt gegangen, wir sind schon heftig gefahren, also manche Landungen waren schon arg. 5 Meter Sprung war dabei, was haben wir gemessen, irgendwas um die 60, also auf der Straße fährt er knapp 70 km/h vermutlich. Klar, er kann keine Backflips mit den Reifen zumindest mal nicht, aber dafür ist er auch nicht unbedingt gemacht. Wenn man viel Platz hat, wenn man eine riesige Wiese hat oder eine riesige Sandfläche, dann macht es auf jeden Fall Spaß und hier im Dirtpark macht es schon auch Spaß, wenn der so hoch fliegt. Also auch zum Zugucken ist es ein Spaß, also ja, schon gut. Dann, ich weiß noch nicht so recht, was mit dem Auto passieren wird, ob man es nochmal sieht oder... Also ich werde es auf jeden Fall erstmal noch behalten, ja. Aber es zeigt sich dann, ob X-Max oder XRT, ja. Einer geht, einer bleibt. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Der X-Max macht auch Spaß. Das Video seht ihr mal im Abspann hier. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal bei RC Gas & Co. Ciao. Liken. Ja, tschüss, gib Gas und weg. Ja, so muss es sein.